73 cm. Montel Griffin ist 29. Und jetzt, verehrte Gäste, meine Damen und Herren, darf ich Ihnen gerne noch den Ringrichter des Kampfes vorstellen. Aus den Vereinigten Staaten, Joseph Cortez. Als Ringrichter fungieren David Hess aus den USA, Manuel Marichalar aus Spanien und Joachim Jakobsen aus Deutschland. Und jetzt, meine Damen und Herren, ringfrei für die WBO-Weltmeisterschaft im Halbschwergewicht. Und ich hoffe, ich spreche in Ihrem Namen. Möge der Bessere siegen. Der Ringrichter Joe Cortez, ein erfahrener Mann, führt die beiden noch einmal zusammen. Vor einer Stunde war er in den Kabinen, hat ihnen natürlich noch mal die Regeln erklärt. Profiboxen vom Feinsten. Live erleben mit Hasseröder Premium Pilz. So, jetzt ist es soweit. Die Worte sind genug gewechselt. It's time to fight. Für Montel der wichtigste Kampf und für Darius der härteste. Jetzt muss ich zeigen, was die Vorbereitung wert war. Und Sie schauen Sie mal auf diesen Montel Griffin. Ein völlig unorthodoxer Boxer, ein beweglicher Mann mit überraschenden Aktionen. Und der Tiger muss vor allen Dingen in den ersten zwei, drei Runden höllisch aufpassen, dass er hier nicht aufs Eis geführt wird. Er muss sich bewegen, er darf kein Ziel bieten, er darf sich vor allen Dingen nicht auf den Infight einlassen. Der Tiger muss Druck machen, auch wenn er der Weltmeister ist. Versuchen sich über die Linke in diesen Kampf reinzuboxen, aber er muss die Deckung oben halten, denn dieser Griffin ist sehr gefährlich. Das hat Roy Jones Jr. erfahren, denn er hat einiges einstecken müssen in diesem ersten Kampf, den er ja dann durch Disqualifikation verlor. Der Tiger noch ungeschlagen in seiner Profikarriere. Und er marschiert, er kann gar nicht anders boxen, aber er muss aufpassen, Griffin ist ein Konterboxer. Schöne Linke, der Jab von Michalczewski am Kopf des Herausforderers. Das ist seine stärkste Waffe, das wissen wir. Der linke Jab, die kurze Gerade mit der linken Führhand geschlagen zum Kopf des Gegners. Lassen wir uns nicht irritieren durch dieses Rückwärtsgehen von Montel Ice Griffin. Der wird schon explodieren, wenn er die Chance dazu sieht. Kombination von Griffin. Er schlägt zwar mehr als der Tiger, aber der trifft besser. Das haben wir gerade wieder gesehen. Und das ist es ja, was zählt. Das ist es, was zählt. Die Treffer, nicht die Mehrzahl der Schläge. Und da liegt bisher Michalczewski sehr gut im Rennen in dieser ersten Runde. Joe Cortez war schon mal Ringrichter bei einem Michalczewski-Kampf. Im schönen Hannover. Als Michalczewski Nicky Piper bezwang, vielleicht ein gutes Omen für den Deutschen. Die erste Runde geht zu Ende. Vorteile eindeutig, bisher auf der Seite von Michalczewski, allerdings noch nichts Entscheidendes passiert. Wir sind wieder in der Bremer Stadthalle. In der Ecke von Montel Griffin wird gerade gearbeitet. Wir haben noch mal schön gesehen, wie der Tiger in der ersten Runde ihn durchaus beeindruckt hat.
Aber er musste auch was nehmen. Hier diese kurze linke aus dem Gelenk geschlagen. Zweite Runde, Michalczewski gegen Griffin. Wenn ich es richtig gesehen habe, hat Griffin sogar einen leichten Cut. Weil da werden wir sicherlich gleich noch mal was Größeres zu sehen bekommen. Oh, da haben wir den Konter gesehen, aber er hat ihn natürlich gehalten in dem Moment. Darf er nicht. Die rechte kam nicht ins Ziel, zum Glück für den Deutschen. Beweglich dieser Griffin, vor allen Dingen im Oberkörper. Schnell auf den Beinen. Und gute Reflexe, sehr gute Reflexe. Tiger will ihn an den Ringseilen stellen. Kommt mit der linken durch zum Kopf. Und dann kommt der Konter. Die Kombination des Amerikaners. Hold ahead. Versucht den Angriff immer an den Ringseilen zu starten, versucht ihn in die Ecke zu drücken. Kombination des Tigers. Hat ihn nicht sehr beeindruckt. Den Mann aus Chicago. Tiger macht Druck, versucht ihn immer wieder in die Ecke zu drängen. Versucht über die linke. Aber sie haben gesehen, zum Körper der Konter mit der linken von Griffin. Das ist seine starke Waffe, der linke Haken. Und wir wissen es ja auch von Michalczewski, der Jab, wenn er gut kommt. Die Linke könnte so oder so in diesem Kampf die Entscheidung herbeiführen. Und da war die Linke von Montel Griffin, aber da waren auch die Handschuhe von Michalczewski dazwischen. Und da ist die Rechte des Tigers. Guter Kampf. Guter Kampf. Die zeigt sogar Wirkung bei Montel Griffin. Und da setzt er nochmal nach. Jetzt stellt er ihn am Ringseil. Die Rechte am Kinn und da kommt der Konter. Da ist der Konter. Oh, 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 das wird ein Riesending hier heute Abend. Hier wird einiges passieren. Aber ich denke, diese zweite Runde ganz knapp an Michalczewski. Wir gehen in die dritte Runde und in der Pause gab es hektische Betriebsamkeit in der Ringecke bei Montel Griffin. Der Doc war da. Ein Cut am Auge, das Auge fast geschlossen, wurde behandelt vom Cutman von Jim Strickland, einem erfahrenen Mann. Aber es geht weiter hier. Es geht weiter und sie schenken sich beide nichts. Beide nichts. Griffin will diesen Titel. Er will ihn unter allen Umständen. Und der Tiger will ihn unter allen Umständen behalten. Eine schwere Linke nehmen, Michalczewski. Die zeigt Wirkung, ganz sicher, das hat ihn beeindruckt. Dieser Griffin ist ein unbequemer und einer, der einen guten linken Haken schlägt. Und Michalczewski muss einstecken und er wackelt. Der Tiger wackelt in dieser Runde. Schauen Sie, er kommt nicht weg vom Mann. Er geht fast blind nach vorn und läuft in die Schläge von Montel Griffin rein. Das sieht nicht gut aus für den Titelverteidiger in dieser Phase. Jetzt muss er Distanz finden, jetzt muss er Ruhe finden. Nicht hektisch werden, nicht blind ins Verderben laufen. Denn Griffin ist ein Konterboxer, das haben wir gerade gesehen. Und er trifft.
Ruhig bleiben, Tiger. Ruhig bleiben. Nimm die linke, halt ihn auf Distanz. Ja, so geht es. Das sieht besser aus. Und dann springt er wieder in den Gegner rein und trifft auch. Und der Tiger muss einiges einstecken in dieser dritten Runde. Ich hab's vorher gesagt, dieser Kampf hat keinen Favoriten. Und sehen Sie mal, was dieser Griffin drauf hat. Er ist nicht der härteste Puncher, zum Glück für den Tiger. Da waren die Handschuhe dazwischen, das war nur laut. Aber das war eine Linke, die am Kinn landete. Aber nur ein Schubser im Vorbeigehen. Die letzten Sekunden dieser dritten Runde und ich denke mal, der Tiger legt ja noch mal zu. Die Runde wird doch noch ganz eng. Vielleicht unentschieden, aber ansonsten würde diese Runde an Montel Griffin gehen. Wir gehen in die vierte Runde. Der Tiger hat in der dritten Runde einiges einstecken müssen, aber das zeichnet ihn aus, dass er das genommen hat, ohne hier angeschlagen zu wirken. Bombenvorbereitung, sehr gute Werte bei dem Training von Fritz Lunek, dem Weltmeistertrainer. Muss eine Riesenkondition haben, ist bereit hier über 12 Runden alles zu geben, hohes Tempo zu gehen. Das sehen wir auch hier in dieser vierten Runde. Klasse Boxkampf von beiden. Schöne Linke im Ziel, am Kopf von Montel Griffin. Aber der kann nehmen. Er kann einiges einstecken und muss wieder die Linke nehmen. Und diese Linke von Michalczewski, die soll und die wird ihn vielleicht auch zermürben. Das ist das Ziel. Und dann vielleicht mit dem Aufwärtshaken den finalen Schlag zu setzen. Aber das ist noch Zukunftsmusik. Hier ist noch alles offen in dieser vierten Runde. Michalczewski diktiert das Geschehen mit der Linken und Griffin kontert mit den Kombinationen. Aber er steckt einige Seilen gerade am Kopf. Wieder die linke im Ziel und die rechte gleich hinterher. Das wollen die Leute natürlich sehen, so lieben sie den Tiger hier. Voller rechter am Kinn jetzt. Oh, da muss er durchatmen, da macht er ein bisschen Show. Aber das hat ihn schwer beeindruckt. Und sein rechtes Auge schwillt langsam zu. Und der Tiger hat ein Ziel. Er versucht ihn immer wieder an den Seilen zu stellen. Nicht in der Ringmitte angreifen, Druck machen, an Seil treiben. Immer noch sehr hohes Tempo. Ab und zu wird ein bisschen geklammert, das ist klar, aber immer noch sehr hohes Tempo in dieser vierten Runde von beiden. Ein ganz enger Kampf, das kann man jetzt nach diesen vier Runden sagen. Wenn wir die vierte Mal an den Tiger geben, und das müssen wir nach diesem Wirkungstreffer, dann liegt er vorne und Griffin ist angeschlagen. Er wackelt. Der Tiger setzt nach. Der Tiger beißt zu. Und Joe Cortez bricht den Kampf ab. Der Tiger hat wieder zugebissen. Er hat es tatsächlich wieder geschafft. Bis 20 Sekunden vor Ende der vierten Runde war das nicht abzusehen. Und dann die schweren Wirkungstreffer von Darius Michalczewski am Kopf von Montel Griffin. Und schauen Sie mal die Erleichterung im Gesicht des Tigers, die Erschöpfung.
die Freude, aber vor allen Dingen auch die Erleichterung. Der schwerste Kampf des Tigers ist beendet und er ist der alte und neue Champion. Hier sehen wir es nochmal. Da kommt die Rechte an den Kopf. Die hat Wirkung gezeigt. Da war Griffin schwer durchgerüttelt. Und dann setzte der Tiger gnadenlos nach, wie man das in dieser Phase tun muss. Und dann war Montel Griffin hilflos, konnte sich nicht mehr verteidigen. Kein Anzählen im Stehen. Der Kampf war zu Ende. Sieger. 41 Kämpfe, 41 Siege, 34 K.O.s. Der Tiger hat auch seinen 18. WM-Kampf erfolgreich beendet. Das offizielle Urteil. Meine Damen und Herren, und hier das offizielle Urteil. Ringrichter Joseph Cortez hat den Kampf in der vierten Runde abgebrochen. Sieger durch technischen K.O. und damit alter und neuer Weltmeister Darius Michalczewski, der Tiger. Und wir wollen mal hören, was der Unterlegene zu sagen hat, bevor gleich der Sieger zu Wort kommt. Ecky Klein im Gespräch mit Montel Griffin. Montel Griffin, you look very angry, you are not satisfied. Sind you like to continue? Sauer, sind Sie nicht zufrieden? Werden Sie weiterkämpfen? The man called me a nice shot. I fell off balance. I caught myself from falling. Bin aus dem Gleichgewicht gekommen. Ich finde, der Ringrichter hätte mich anzählen sollen. Ich bin ja nicht umgefallen. Ich bin nach wie vor auf den Füßen geblieben. Ich finde, der Ringrichter hat ein bisschen früh abgebrochen. Aber ich denke allen, all den Deutschen für die Gastfreundschaft hier. Ich hatte eine wundervolle Karriere bisher. Ich denke, danke meinem Bruder, meinem Trainer, allen, die mir geholfen haben. Ich bin gerne hier gewesen. Ganz herzlichen Dank an das tolle deutsche Publikum auch. Vielen herzlichen Dank nochmal. Ich werde nach Hause gehen, weiter trainieren und weiterhin mein Bestes geben. Das war natürlich ein großartiger Kampf. Sie, can you give me a short summary of the fight in your eyes? I was just trying to get going. He's a fast starter. And you know, I was hitting with clean shots the whole fight. Losgelegt, von Anfang an gleich. In der dritten Runde hat er mich dann ganz besonders getroffen. Ich wurde dann vielleicht ein bisschen faul, habe nicht richtig nachgesetzt. Aber wie gesagt, ich bin nicht umgefallen. Ich finde, der Ringrichter hätte mich anzählen sollen, hätte nicht gleich abbrechen sollen. Aber naja, ich werde weiterhin ein guter Kämpfer sein und hoffe, dass man mich auch dafür respektiert. Sie haben gegen Roy Jones gekämpft, haben ihn auch geschlagen, wenn Sie das vergleichen. Was meinen Sie? Ja, Roy Jones ist natürlich auch ein Kämpfer. Ich kann nicht sagen, wer der Beste ist. Beide sind ausgezeichnete Kämpfer, gar keine Frage. Ich finde, ich habe bisher auch eine gute Karriere gehabt, kann mich nicht beklagen. Ja, soweit also die Worte des Unterlegenen. Und jetzt wollen wir mal hören, was der Tiger zu sagen hat. Dieses hier in der Bremer Stadthalle war sein Publikum. Und hier ist der Tiger mit dem Mikrofon für die Leute hier in Bremen und für Sie zu Hause. Guten Tag. Hallo. Hallo. Ja, hallo. Ich muss sagen, das hier hat mich schon wieder nicht enttäuscht. Also letztes Mal war super, aber ich habe besser geboxt heute und ihr habt besser mich unterstützt. Vielen, vielen Dank. Ja, kurze, aber dankbare Worte. Und ich sag's nochmal, es war ein schwerer Kampf für ihn mit einem doch dann sehr überraschenden Ende. Aber ich glaube, es war den Regeln entsprechend. Es gibt nun mal kein Anzählen im Stehen. Montel war mit keinem Körperteil am Boden und von daher glaube ich schon, dass Joe Cortez, der Mann aus Las Vegas, hier diesen Kampf absolut regelgerecht beendet hat. Ich kann die Enttäuschung von Montel Griffin verstehen. Er wäre sicherlich noch in der Lage gewesen, weiterzumachen, wenn er Zeit gehabt hätte.
ob er dann hinter Zeit nehmen müssen. Und das hat er nicht gemacht. Und schauen wir noch einmal auf diese fürchterlichen Schläge, die Montel Griffin aus Chicago hier vom Tiger hat einstecken müssen. Schauen Sie das ängstliche Gesicht des Ringrichters an. Er hat nun 24 Jahre Ringerfahrung. Ich glaube, dem kann man zutrauen, an dieser Stelle eine vernünftige Entscheidung im Interesse der Gesundheit auf jeden Fall des Unterlegenen, nämlich von Montel Griffin, zu finden. Der Tiger wird sich ein bisschen frisch machen und wird sicherlich gleich bei uns im Studio auftauchen. Er wird demnächst wieder ein Tiger-Pub in Warschau eröffnen. Das sind schöne Perspektiven für ihn. Demnächst wird er sein erstes Buch veröffentlichen. Er steht im Zenit seiner Karriere. Und jetzt ist die Frage, wie geht es weiter? Da gibt es im November einen Kampf Roy Jones gegen Graziano Rocchigiani. Der Sieger vielleicht gegen den Tiger im Frühjahr 2000. Das werden wir alles erleben. Die Planungen laufen. Die Universum Box Promotion arbeitet daran. Sie haben einen starken Mann mit Montel Griffin hergeholt, der sich 4 Runden lang, um das noch einmal zu sagen, wirklich hervorragend verkauft hat. Und ich glaube, unterm Strich sind dem Tiger viele, viele Felsbrocken vom Herzen gefallen, dass das Ding am Ende dann doch so deutlich zu Ende gegangen ist. Der Tiger auf dem Weg in unser Studio und wir wollen mal schauen, was sich da selbst sonst noch so tut. Steffen Simon, bitte.